Wir befinden uns heute im Messezentrum Nürnberg beim Kirchentag. Die vielen Helfenden, die dieses Event auf die Beine stellen, müssen natürlich auch verpflegt werden. Wir nehmen sie mit in die Helfendenverpflegung und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Zuerst wird der QR-Code in der Kirchentags-App der Helfenden gescannt. Und schon sind wir drinnen in der großen Halle. Täglich werden zwischen 2500 und 3000 Helfende des Kirchentages hier verpflegt. Trotz der großen Warteschlangen kommt man zügig voran. Es gibt eine große Auswahl an Hauptgerichten, das Salatbuffet ist umfangreich und auch der Nachtisch kommt nicht zu kurz. Es ist wirklich für jeden was dabei. Beim Blick hinter den Kulissen haben wir kurz mit einem Koch gesprochen. In erster Linie geht es um Hygiene, geht es um sauberes Arbeiten, geht es um die Erhaltung der Qualität der Produkte und natürlich fachmännisches Umgehen mit der Ware. Ein weiterer Aspekt, auf den geachtet werden muss, sind die verschiedenen Allergene. Es gibt gewisse Allergenlisten, die ausgehändigt werden und dann anhand dessen kann man sich orientieren, welche Produkte was enthalten und was jetzt zu irgendwelchen Unverträglichkeiten führen könnte. Als Kontrast zur großen helfenden Verpflegung besuchen wir jetzt auch noch das gläserne Restaurant, was auch für Teilnehmende zugänglich ist. Wir machen das gläserne Restaurant oder der Kirchentag macht das gläserne Restaurant schon relativ lange. Wir haben jetzt auch sozusagen das Konzept immer weiterentwickelt, aber das Grundthema, dass wir regional, saisonal, fair und ökologisch sind, also ein Bio-Restaurant sind, das ist schon ganz in den Anfängen. Wir kochen hier mit erntefrischen Zutaten, wie Sie auch im Hintergrund sehen, also direkt vom Bauern hier bei uns auf dem Tisch und frisch zubereitet. Heute ist eher entspannt. Wir kochen so für knapp 250 Leute ist geplant. Morgen geht es dann in die Vollen. Da sind dann 800 bis 1000 Leute geplant, wahrscheinlich eher 800. Insgesamt haben wir ein Küchenteam von 9 bis 12 Leuten, die uns pro Tag helfen. Dass es regional, saisonal ist. Es kommt hier aus dem Umfeld, aus dem Gebiet, je nach Region, wo der Kirchentag stattfindet. Guckt man danach, dass man die regionalen Bauern und Lebensmittelhändler unterstützt. Ist hier ehrenamtlich, also das ist jetzt keine Firma, das gläserne Restaurant ist keine Firma, sondern wir sind ein Projekt des Kirchentags.